Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Flife mit sehr guten Neuigkeiten und belastenden Neuigkeiten. Ich habe, ja, und jetzt haltet euch fest, boom. Oh, nevermind. Hier, boom. Eine Firecard A gedroppt und jetzt ratet mal, für wie viel ich die verkauft habe. Ich weiß gar nicht, ob das so gut war, aber ich glaube schon, dass es relativ gut war. 300 Mio. 300. Ich habe die einfach so bei Garbage Spider gedroppt. Ab Level 60 kann man ja A-Karten droppen und 7% Karten. Habe sie einfach so gedroppt beim Drop-Event. Wir hatten nicht mal Party-Skills aktiviert. Ich bin in so einer, ja eher, ja, also ich meine, die ist nicht mal Level 25, also eher schwächeren Party. Also die leveln jetzt nicht so stark und ich habe jetzt auch nicht mehr gelevelt tatsächlich. Nur die ersten 15 Level ungefähr. Aber einfach nur heftig. Ich weiß nicht, ob noch eine Firecard drin ist tatsächlich. Nope. Also ja, hoffe ich mal, dass es ein ganz guter Preis war. Lightning Card 7% ist überall im Shop für 300 bis 400. Also müsste ich mal sagen, ist hoffentlich auch ja, verhältnismäßig gut. Leider musste ich halt 9 Mio. Einstellungsgebühr zahlen. Das heißt, ich habe tatsächlich nur 291 Mio. Damit gemacht. Aber ich sag mal so, damit sollte ich mir jetzt auf jeden Fall ein Pickup-Pad kaufen können. Ich habe auch jemanden angeschrieben. Der, muss ich schon sagen, das war, jetzt habe ich wieder jemanden kennengelernt, der nicht so nice war und kein, also der auf jeden Fall Philippiner ist. Also ich habe jetzt geschrieben, ich kaufe irgendein Pad, ich hole mir jetzt mal das Geld und dann gehen wir tatsächlich nach Darkon, geben die Ampere-Quest ab und leveln noch ein bisschen, vielleicht meldet er sich nochmal. Naja genau, dann kann ich auch gleich im Video die ganzen Sachen zurückschicken. Also schickt mir bitte keine Sachen, ich nehme hier nichts an. Also jetzt muss ich das alles zurückschicken hier. Nur damit ihr seht, dass ich es auch wirklich zurückschicke. Nicht, dass mir irgendjemand hier sagt, ja, schön diese Items behalten und dann verkaufen hier auf dem Schwarzmarkt. Nein, 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 sowas macht man natürlich nicht. Also danke, aber ich habe ja gesagt, schon oft genug, ich nehme nichts an, weil es sonst einfach langweilig ist. Weil wo ist der Reiz darin, hier zu spielen, wenn mir innerhalb von 5 Sekunden alles geschenkt wird, dann kann ich auch genauso gut einfach auf Devos spielen. Weil da habe ich ja sowieso 10-mal bessere Sachen. Würde ja da nicht wirklich viel Sinn ergeben. Und würde auch ein bisschen das Oldschool-Feeling zerstören, weil damals hat er mir, gut, okay, Pets sind jetzt nicht so viel wert, aber jetzt hat er mir sogar noch Geld geschickt, Jesus. Damals hat er mir auch nicht einfach so jemand so Sachen geschenkt, Pets sind jetzt zwar nicht so viel wert, aber 1, 2, 3, 1, 2, 3, ist auch damals nicht, also ich meine, man hätte sich auf jeden Fall darüber gefreut, wenn dann einfach komplett random irgendjemand irgendwas schenkt und von dem her, ja, würde das eben das Oldschool-Feeling ein bisschen kaputt machen. Aber auf jeden Fall nice, dass wir die Firecard A gedroppt haben. Das ist ziemlich geil. Weil jetzt könnten, also ich meine, die eine Baby-Cobra war ja für 300 Mio im Shop. Und ich habe jetzt, wie gesagt, mit dem einen Typen geschrieben. Also es war jetzt ein bisschen unangenehmes Gespräch, sage ich mal. Wait, what? Aber ich wollte gerade sagen, wo sind meine Upcut-Stones und die Ballons sind und so von dem Einlog-Event. War jetzt ein bisschen unangenehm, weil ich habe geschrieben, geschautet, ja, ich kaufe halt irgendein Pad und er hat sich halt dann gemeldet und gesagt, er hat ein Snowman-Buff-Pad und ist ja an für sich nicht schlecht, aber dann habe ich halt so geschrieben, ja, es ist halt Buff-Pad oder es ist normales Pad und dann habe ich halt, er hat gemeint, ja, es ist nur normales und ich meine, ich habe schon normale Pads, habe ich ja schon für 300 und 350 gesehen und dachte ich mir, ja gut, dann sage ich mal so 250 und dann meinte er 350 und dann habe ich gesagt, was habe ich danach geschrieben? Ich weiß nicht, ich habe den Chatverlauf zugemacht. Ich glaube 330, genau. Und da meinte er einfach 400. Also quasi, ja, und dann so 350, mein letztes Angebot. Und dann habe ich halt quasi, also dann habe ich erstmal kurz nichts geschrieben. Dann habe ich halt überlegt, okay, will ich jetzt wirklich mein gesamtes Geld, weil ich habe ziemlich genau 350 Mio. Also mein Assist hat jetzt noch 2 Mio. Ich habe mir jetzt all sein Geld rübergetauscht, also mit der Firecard, also quasi alles durch die Firecard quasi finanziert. Mit der Firecard komme ich jetzt quasi genau auf 350 Mio so ungefähr. Ach, jetzt habe ich die Amperes nicht abgegeben, verdammt. Na gut, das könnten wir später auch noch machen, theoretisch. Falls er sich doch nochmal meldet, da liegt sogar ein Orichalcum. Wait, what? Also ich nehme es mir jetzt ehrlich gesagt einfach, weil, keine Ahnung, den juckt es anscheinend nicht. Nicht, dass es verloren geht. Das ist immerhin ganz schön viel wert auf dem Server. Also da kann mir jetzt keiner nachsagen, dass ich dem die Drops geklaut habe. Ich bin extra vorbeigelaufen. Habe es sogar nur zufällig gesehen und der hat es nicht aufgehoben. Mit Absicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, 350 hätte es gekostet. Das ist genauso viel wie die Baby Cobra. Allerdings muss ich sagen, das Baby Cobra auch ein 10-mal niceres Pad als der Snowman. Ich
finde den Snowman sogar ziemlich disgusting. Ist eines der hässlichsten Pets, das es überhaupt gibt. Aber ich meine, interessiert ja keinen. Es geht ja nur um darum, überhaupt ein Pet zu haben. Und die machen ja alle das Gleiche. Leider gibt es halt kaum Pets. Und wie gesagt, ich habe dann mit dem geschrieben. Und dann hat er sich aber leider nicht mehr gemeldet. Also ich habe quasi fünf, oder nicht mal fünf Minuten, das waren drei, vier Minuten oder so, habe ich halt überlegt, okay, mache ich es nicht. Dann habe ich halt gesagt, ja gut, komm, ist doch vollkommen egal, was das für ein Pet ist. Und eigentlich hat es mich ein bisschen geärgert, eher, dass der sich überhaupt nicht hat runterladen lassen. Und quasi nur so der Versuch, ein bisschen zu handeln, sofort so, ja gut, dann verkaufe ich es dir gar nicht. Oder halt für 50 Mio mehr. So komplett crazy. Also auch ziemlich unfreundlich. Was mache ich hier eigentlich? Ich will die Quest abgeben. Naja, aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, er ist jetzt AFK und scheint sich auch nicht mehr zu melden. Er ist sogar lustigerweise in meiner Party, ist natürlich auch Level 120, läuft mit 10 CS-Pets rum. Da muss er natürlich noch das letzte Geld aus der Tasche ziehen. Aber mit 350 wäre ich noch halbwegs zufrieden, weil wie gesagt, die Baby-Gruppe hat auf jeden Fall auch 350 gekostet. Und gut, okay, es heißt nicht wirklich, dass es günstig ist und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man es deutlich, oder dass man es wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger kriegen könnte. Spätestens, wenn mal wieder ein Event ist, wo man vielleicht Pets bekommen kann, sind sie zwar selten, aber ich denke mal, dass man dann zumindest ein kleines bisschen weniger zahlen würde als für die reinen Cash-Up-Pets. Bei Baby Cobra oder sowas gibt es ja nicht bei normalen Events. Aber egal. Ich meine, ich hätte es jetzt in Kauf genommen, jetzt ist er weg. Und ehrlich gesagt, gönne ich ihm auch das Geld nicht. Ich hoffe, dass der Typ mit der Baby-Cobra oder irgendjemand nochmal einen Shop aufmacht. Heute spielt es eh keine Rolle, heute werde ich kaum noch spielen. Wenn er sich noch meldet, dann kaufe ich es ihm wahrscheinlich trotzdem ab. Aber sollte er sich heute nicht mehr melden, dann hoffe ich, dass ich jemand anderen finde. Und genau. Ansonsten machen wir jetzt noch kurz das Level ab. Ich hoffe, das geht sich jetzt ganz schnell aus, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Dann eben, wie gesagt, die Feierkarte haben wir gedroppt. Und im Stream haben wir ein bisschen gelevelt. Dann die Leute, die das letzte Video gesehen haben, sind jetzt natürlich wieder im Level deutlich gestiegen. Liegt daran, dass wir einfach im Stream gelevelt haben, aber das dürftet ihr ja gestern theoretisch auch ein bisschen geguckt haben. Zumindest das Ende und den Anfang vom Stream, da müsst ihr zumindest den Fortschritt gesehen, den ich in der Folge in dem Stream gemacht habe. Als kleine Folge sozusagen. Und ja, hoffentlich passt das. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich hoffe, ich habe... Genau. Das ist noch im Stream passiert. Das ist tatsächlich leider nicht drin. Das ist nämlich... das habe ich rausgeschnitten, weil wir da währenddessen irgendwelche Musik gehört haben oder sowas. Ich habe den Hippogriff jetzt natürlich erweckt. Sieht man ja auch. Er gibt jetzt 12 Dev statt nur noch 8 Dev. Also, oh, hier sind die aus meiner Party. Ups. Mal schnell vorbeilaufen. Ich habe den hochgelevelt. Und erweckt und er ist sogar glücklicherweise mit 9 Crit Damage erweckt. Bringt mir aktuell leider nicht so viel, weil ich halt natürlich nicht viel Crit-Rate habe. Leute, sind noch mehr Leute? What the hell? Damn. Weil ich noch nicht so viel Crit-Rate habe. Aber ist auf jeden Fall ganz nice für später, weil das, ich meine, ich werde jetzt wahrscheinlich so schnell kein neues Egg mehr droppen. Und ich sag mal, 9 Crit Damage ist, also ehrlich gesagt, das Beste, was man mit erwecken kann, weil Pets erwecken gefühlt grundsätzlich sauschlecht. Und von dem her ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Und das einzig Negative dran ist halt, dass er minus 150 HP gibt. Das könnte man noch verkraften. Das Belastende ist aber, dass er auch noch minus 50 MP gibt. Und jetzt kann ich schon wieder meine Skills nicht benutzen. Jetzt muss ich ja die ganze Zeit wieder meine Gowns an- und ausziehen. Nur für Baumastery. Baumastery bringt eh fast gar nichts. Das erhöht den Schaden legit um diese 50 Bauangriffskraft. Oder 20 Bauangriffskraft ist es, glaube ich. Erhöht den Schaden gefühlt wirklich auch nur um 20. Und das ist halt schon nicht besonders gut. Muss jetzt mal nachschauen. Sind es wirklich 50? 20 meine ich? Ich glaube schon. Ja, 20. Genau. Also macht eben kaum Unterschied und deswegen immer die Gowns aus und anziehen beim Leveln ist halt ziemlich nervig. Deswegen ist dieser Minus-MP-Effekt natürlich wieder relativ belastend. Außerdem kann ich natürlich auch keine Skills benutzen. Das ist natürlich auch ziemlich schlecht. Andererseits muss ich jetzt auch nicht unbedingt Skills benutzen. Aber cool ist es natürlich nicht, aber das ist halt immer so. Dann erweckt man schon mal was halbwegs Gutes und da muss natürlich immer noch so ein kleines, es muss immer so ein kleiner Haken dabei sein. Das kann nie einfach mal positiv sein. Kennt man aber von Full Life. Genau. Das ist auf jeden Fall auch noch erwähnenswert gewesen. Das hat sich das Pet sogar rentiert, das ist auch 1-2 gegangen. Genau, also deswegen 12, weil es 1-2 gegangen ist. 4 plus 8 Def. Ist auch nicht schlecht, immerhin ein bisschen mehr Def. Wir haben jetzt auch ein bisschen weniger HP durch den Hippogriff. Dafür soll er wenigstens ein bisschen mehr Verteidigung geben. Ja, das war so alles. Event-Item-mäßig sind wir auch gut dabei. Wir haben jetzt 100 von den White Chocolate Bays und von den anderen spielt es eh keine Rolle, weil wir da deutlich mehr droppen. Und 82 Dark Chocolate Bays nur.
Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es machen soll. Also eigentlich hatte ich es jetzt sogar kurzfristig, oder was heißt kurzfristig, ich hatte mir jetzt vor kurzem überlegt, vielleicht verkaufe ich einfach alle Event-Items und kaufe mir einfach ein CS-Pad und vielleicht sogar ein, oh lol, vielleicht sogar ein G-Bow. Einfach aus dem Grund, dass es mir jetzt viel bringen würde. Ein G-Bow kann man einfach selber nochmal droppen und dann weiterverkaufen oder wiederverkaufen. Und wenn man später eine bessere Waffe als G-Bow hat, kann man den ja auch wiederverkaufen. Also ich meine, das Geld wäre ja nicht verloren, das könnte man sich ja wieder zurückholen. Und CS-Pad braucht man einfach, muss ich mir so oder so kaufen. Deswegen dachte ich mir, könnte man ja ruhig mal ein paar Event-Items dazu einsetzen. Jetzt haben wir halt glücklicherweise die Firecard gedroppt. Und es gibt aber tatsächlich, jetzt bin ich auch eine Stunde online, jetzt habe ich den Playtime-Reward noch bekommen. Ist auch geil. Es gab aber tatsächlich keinen G-Bow auf dem Markt und wie ich es gerade schon gesagt habe, auch leider kein CS-Pad. Also der eine Typ, der mich angeschrieben hat, war der einzige, der mich angeschrieben hat, eben als ich geschrieben habe, dass ich ein CS-Pad kaufe. Und war eben entsprechend nicht besonders freundlich und ja, eben auch nicht wirklich günstig. Ja, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass es mir jemand günstiger verkauft, das wäre eigentlich auch der Sinn davon, dass ich es mir von irgendeinem Random kaufe, aber es verkauft halt fast niemand CS-Pads, das ist echt mies. So, jetzt können wir uns noch cheeren. Ah nein, in 41 Sekunden kann ich mich cheeren, aber ich kann ja schon mal meinen Assistant cheeren und dann, genau wenn die Party Level 25 wird, quasi gehe ich gefühlt offline. Aber das kann man jetzt nicht ändern. Ich schaue mal am Wochenende, ob ich noch ein bisschen spiele, vielleicht sogar. Einfach nur, um ein bisschen voranzukommen, weil es wäre gut, wenn wir mit dem XP-Event noch ein bisschen höher kommen würden. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt hier nicht ultra aktiv spielen werde vielleicht, spielt ja keine Rolle. Einfach, wenn man das nächste Mal wieder spielt oder einfach allgemein, wenn man hier spielt, wäre es halt gut, wenn man dann mal Giants farmen könnte, weil hier G-Waffen noch einen ganz anderen Stellenwert haben. Und man die ganz gut verkaufen kann. Wie gesagt, G-Bow gab es keinen auf dem Markt, also ich gehe mal davon aus, dass der ganz gut weggeht. Und G-Waffe, GX und G-Nacke werden für 40 Mio im AH verkauft. Also auch ganz gute Preise, also wenn man da ein bisschen was farmt, kann man, glaube ich, ganz gut Money mitmachen. Und da wäre so mein Ziellevel Level 66, dann sind wir nämlich im perfekten Drop-Bereich noch vom Giant Driller. Der ist 63. Und wären ein Level über dem Giant Void und hätten noch einen Damage-Bonus bei dem. Und mit Level 66 müssten wir eigentlich nicht sterben. Also da sollten wir eigentlich stark genug sein, dass wir nicht verrecken. Hoffe ich zumindest mal. Und wenn wir Level 66 sind, ist der Assist vielleicht sogar schon Ringmaster. Dann könnte der uns noch Patience eventuell Max buffen. Und auf jeden Fall Protect würde auf jeden Fall nochmal helfen. Und dann sollte das schon funktionieren. Also zumindest Giant Driller sollte dann mit 66 echt kein Problem mehr sein. Weil da hat man deutlich auch den Damage Boost natürlich, wenn man im Level höher ist. Und ja, wenn man drei Level über dem ist, dann sollte das eigentlich klar gehen. Genau, also das sind so die anstehenden Sachen. Demoy Earrings wären noch ganz nice. Zum Gigen allerdings muss ich sagen, wird sich vielleicht sogar fast rentieren, die Plugs auf plus 3 machen. Oh boy. Natürlich muss mich jetzt dieser dämliche Agro angreifen. Heute ist es halt nicht so gut, weil heute habe ich keinen Link Attack. Im Stream gestern war das ein bisschen besser. Da hatte ich durch ein paar glückliche Umstände einen Link-Attack bekommen mit Red Scroll. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass die mich nicht totcritten. Danke. Gut. Ja, das mit Level-Up soll sich noch ausgehen. Brauchen wir noch ein paar Minuten für, dann passt es auch. Und ja, dann kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Also ich habe jetzt die Woche echt nicht viel Playpark gespielt. Gut, jetzt insgesamt waren es schon, ja doch, knappe 10 Stunden tatsächlich. Weil allein im Stream haben wir, weiß gar nicht, wie lange der Stream ging. Ich glaube, etwas über 4 Stunden. Also wenn ich jetzt die ganze Woche zusammenfasse, waren es schon mehr als 10 Stunden tatsächlich. Allerdings auf entsprechend Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag verteilt. Also auf 4 Tage, also geht's eigentlich. 2 Stunden am Tag. Und entsprechend der Fortschritt war auch ziemlich krass. Ja. Zugegeben, wenn wir die Firecard eh nicht gedroppt hätten, dann wäre es nicht so krass gewesen. Allerdings hätten wir uns diese 300 Mio fast auch nur durch die Event-Items zurückholen können. Also nur die Event-Items müssten 200 Mio wert sein. Und dann haben wir auch noch die ganzen B-Karten, die sind jetzt natürlich nicht so viel wert, aber auch Oris und Moonstones haben wir ein paar gedroppt, also roundabout haben wir so auch 300 Mio verdient. Die Firecard war halt geil, weil jetzt müssen wir nichts verkaufen, was wir sonst noch anderweitig brauchen könnten. Wobei ich mir beim Event echt nicht sicher bin, weil es werden Garnet-Ringe tatsächlich für 1,8 Milliarden verkauft aktuell. Und es sind gerade mal die Questies von etwas weniger als 18 mal eintauschen. Ja, und also so 17 mal eintauschen sind ungefähr auch 1,8 Milliarden. Und bei 17 mal eintauschen, ich meine, ist die Chance schon relativ gering, dass man keinen bekommt. Also sie ist relativ gut, dass man einen bekommt. Aber man kann halt auch keinen bekommen. Und das ist halt schon bitter, wenn man sich vorstellt, dass man sich genauso gut auch 1,8 Milliarden hätte holen können. Weil man kann sich ja nicht nur einen Garnet-Ring davon holen,
Man könnte sich ja noch unzählige andere Sachen davon holen. Für 1,8 Milliarden kriegt man ja echt ganz gutes Zeug. Also Okas Z plus 8 oder... Vorhin habe ich sogar Dazed Boots mit 24 Crit Damage für 300 Mio gesehen. Waren zwar nur plus 3, aber trotzdem 24 Crit Damage Dazed Boots ist schon ziemlich heftig. Man muss bedenken, auf dem Server hier ist 47 das Höchste. Also ist 24 mehr als die Hälfte vom Höchsten. Also pretty good. Und 57 ist das Beste, Entschuldigung, 57 ist das Beste. Es ist nicht ganz die Hälfte, nicht ganz die Hälfte, Entschuldigung. 57 ist das Beste, was man hier haben kann. Also 3x19, ich meine, das ist unmöglich, das hat safe niemand. Das geht nicht. Oder es geht theoretisch schon, aber es ist verdammt schwer. Entsprechend ist 24 halt schon verdammt gut, vor allem für den Preis 300 Mio. Upgraden kostet fast nichts, also die hätte man sich safe gönnen können. Also für die 1,8 Milliarde, darauf will ich eigentlich hinaus, kann man sich halt echt auf dem Server ganz gut was holen. Das heißt, da muss man sich jetzt gut überlegen, gut, erstmal braucht man so viele Quest-Items, aber wenn man sie tatsächlich hat, muss man sich halt gut überlegen, ob man das wirklich da investieren will. So, jetzt macht der tatsächlich keine Skills. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der keine Red Scroll hat, weil die laufen alle hier in der Umgebung rum. Ich glaube, der hat einfach nur random die Leute eingeladen. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass das eine richtige Party ist, in die ich da gejoint bin. Aber ist nicht so schlimm, weil ich war jetzt eh nur kurz online. Also heute war ich tatsächlich am kürzesten in der ganzen Woche online. Ich wollte nämlich eigentlich nur das Video machen. Eigentlich hatte ich heute was anderes vor, aber durch die Firecard 80, die wir gedroppt haben, GG. Also ich wollte eigentlich nur meine Playtime-Reward angucken und dann was noch was anderes machen. Abholen meine ich und dann noch was anderes machen. Aber es hat sich jetzt eben alles anders ergeben. Genau. Bin aber ganz zufrieden, wie es vorangeht. Ja, das Pet hat schon wieder 16%. Also klar, jetzt wenn ich es upgrade, uplevel meine ich. Ich meine, ich kann es nicht nochmal erwecken. Oder könnte ich theoretisch schon, aber das mache ich natürlich nicht. Es wäre natürlich geil, wenn der jetzt 1, 2, 5, 7, 9 oder sowas gehen würde, falls wir ihn überhaupt so lange spielen werden. Wahrscheinlich nicht. Aber wäre auf jeden Fall cool, wenn der noch ein bisschen besser wird. Aber im Endeffekt macht es keinen großen Unterschied, weil der müsste schon wirklich, ich weiß gar nicht, was das Maximale an Def ist, was der geben kann. Wahrscheinlich, keine Ahnung, so 300 oder so. Oder irgendwas über 200. Und ist zwar nicht schlecht, vor allem im Low-Level-Bereich, aber wenn man mal ehrlich ist, ist das schon ganz schön belastend, weil ein maximal geleveter Helline gibt wahrscheinlich auch 320 Def, aber noch die HP von 75 STA. Von dem her nicht so gut, genau. Aber echt heftig mit der Firecard, ey. Also ich hätte nicht gedacht, vor allem hätte ich nicht gedacht, dass sie so viel wert ist. Lightning Card wusste ich, aber Firecard war ich mir nicht sicher. Wind Card kostet tatsächlich auch nur. Wind Card A kostet auch nur 300. Also haben wir eh schon die zweitbeste Karte eigentlich gedroppt. Also das Einzige, was mehr wert gewesen wäre, wäre eine Lightning Card 7 gewesen. Ich schwör's euch, wenn es eine Vakuum Card 7 gewesen wäre, ich wäre, glaube ich, ausgerastet. Aber hat theoretisch auch eine höhere Drop-Chance. Also Vakuumkarten droppt man öfter als Feierkarten oder andere Karten, Lightning-Karten, also zumindest nach meiner Erfahrung. Aber haben wir zum Glück nicht gedroppt, also hat sich mal wieder alles durch meinen Luck zum Guten gewendet. Genau. Gut. Aber ja, das wird heute wahrscheinlich nichts mehr mit dem Pet, also er hat mich jetzt nicht mehr angeschrieben, also der Typ wird das, also ich denke mal, der wird einfach schlafen gegangen sein, weil in den Philippinen ist jetzt, glaube ich, gerade 2 Uhr nachts oder so. Also gehe ich mal stark davon aus, dass der jetzt auch nicht mehr kommen wird. Aber wie gesagt, ich gönn's dem auch irgendwie nicht. Also, und vor allem, ich will echt keinen Snowman. Also ich meine, ich bin ja bei sowas wirklich nicht wählerisch, jetzt in dem Fall auf dem Server. Aber ich meine, wenn mir schon einer so blöd kommt, sage ich mal. Ich meine, gut, dass er jetzt blöd kommt, der wollte da einfach seine 350 Mio. Aber wenn ich halt nicht runtergehen will mit dem Preis, dann schreibe ich halt einfach 350 oder ich verkaufe es nicht günstiger oder was auch immer. Ja, und dann schreibe ich einfach 330, was halt nicht mal so viel weniger ist. Vor allem, wenn man Level 120 ist und der Typ hat auch ein Set plus 10 und eine Aura sogar geaktiviert. Also der verschwendet sogar Geld für Leuchteffekte, also hat er wahrscheinlich schon ganz schön viel Kohle und hat sicherlich nicht diese 20 Mio so unbedingt nötig. Bleibt aber trotzdem so krass drauf bestehen, dass sobald du schreibst, 20 Mio weniger, wäre er gleich 50 Mio mehr. Also war schon ein bisschen unangenehm, wie gesagt, und dann kaufe ich es mir lieber von jemand anderem und vor allem halt dann auch das Pet, das ich will, oder ein besseres Pet. Also so ein Little Bang. Ah, die Deutschen wieder, Alter. Ah. Junge, 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 Junge. Also wirklich, deutsche Fly-Spieler sind mit Abstand die schlimmsten, die es gibt. Aber meint, der Typ ist doch ganz nice. Aber egal, ich wollte jetzt eh offline gehen, von dem her hat sich das, hat das jetzt ganz gut gepasst. Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut, haut's rein, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.